Und herzlich willkommen. Historischer Nachmittag, wenn wir drüber nachdenken, wie viel Herzblut, wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, wie viele Stunden, wie viele Überlegungen und wie viele Lösungsansätze hier in diesem neu geschaffenen Ort der neuen Eissporthalle, dem Saale-Sparkasse, dem Sparkassen-Eisdom stecken. Wenn wir überlegen und zurückblicken, das Hochwasser hat nicht nur viel in der Stadt kaputt gemacht, gleichzeitig auch die Chance gegeben, eben sich bewusst zu werden, wie wichtig Sport für Halle ist und insbesondere auch der Eissport. Wie sehen Sie das als Oberbürgermeister, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit eine neue Halle, eine neue Spielstätte und damit auch die Zukunft für den Eissport an dieser Stelle hier in Halle gelegt werden konnte? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Eishockey-Fans und an die Saale Bulls. Wir haben heute zwei tolle Nachrichten bekommen. Einmal den vorzeitigen Maßnahmebeginn des neuen Gimritzer Dammes und natürlich heute auch die Eröffnung hier unserer modularen Sporthalle gewidmet und zugeordnet dem Eishockeysport. Das sind ganz tolle Nachrichten für die Stadt Halle und die natürlich gemeinsam mit unseren Stadträten in den letzten Monaten vorbereitet wurde. Und wenn man sich erinnert, dass wir im Juni die Stadtratsentscheidung hatten und in drei Monaten hier eine neue Eissporthalle, so muss man es bezeichnen, aus dem Boden gestampft haben, mit allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, dann ist das sensationell. Ich glaube, diese Leistung, die wir heute bewundern können und alle, die noch nicht drin waren, kann ich eine ganz tolle Überraschung dann auch versprechen. Das ist nicht zu toppen. Ich glaube, das ist Weltklasse. Halle ist Weltklasse und hat das hier in dem Bau der neuen Eissporthalle auch gezeigt. Aber das kann man, glaube ich, nur unterstreichen. Halle ist Weltklasse. Und jetzt haben wir ja auch ein Weltklasse-Team, die Saale Bulls hier an neuer Stelle. Aber vielleicht reden wir heute ja nicht nur über die Eishalle, sondern wir haben so viel zu erzählen. Wir haben die Ballsporthalle, die fertiggestellt ist. Wir haben die Eissporthalle, also den Sparkassen-Eisdom hier in Halle, der heute fertiggestellt wird und eingeweiht werden wird. Nun sind das ja viele Projekte. Ist das auf der einen Seite zwar ein Aushängeschild, aber ist das gleichzeitig auch die Bestätigung, dass Halle den Sport kräftig und tatkräftig weiterhin unterstützen wird? Wir hatten in den letzten Jahren ja viele Betreiberkonstruktionen. Wir sind wieder dazu übergegangen, auch mit der Beschlusskraft des Stadtrates, dass diese wichtigen und für uns bedeutenden Halle für den Sport dann von der Stadt wieder selbst geführt werden. Und das werden wir natürlich auch jetzt, gerade auch mit der Ballsporthalle und hier mit der Eissporthalle, auch in den nächsten Monaten weiter so fortsetzen. Wir werden die Konzeptionen überarbeiten und das bedeutet natürlich auch, zum einen, wir haben jetzt nagelneue Hallen in der Stadt und die Folge muss natürlich dann auch sein, sportlicher Anschluss. Das bedeutet natürlich für die Saale Bulls mittelfristig, möglicherweise vielleicht auch in dieser Saison, vorn mitspielen und um den Aufstieg in die zweite Liga mitspielen. Also sportliche Leistung, die müssen wir jetzt sehen. Aber die Stadt hat vorgelegt und hat zumindest alles dazu beigetragen, dass diese sportlichen Leistungen auch erfüllt werden können. Aber es ist wie überall im Sport, denn ohne Sponsoren geht gar nichts. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Sparkasse bei uns nicht nur im Boot, sondern eben auch auf der Eisfläche begrüßen dürfen. Insbesondere Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Fox. Herzlich willkommen. Dr. Fox, es heißt in einem Slogan der Saale Sparkasse, von Generationen für Generationen. Da geht es ums Sparen, da geht es aber auch um Produkte, da geht es aber auch um die Denkweise und Arbeitsweise bei der Saale Sparkasse. Wenn wir an diese von Generation für Generation denken, ist das dann sozusagen hier der personalisierte Bau, wie man generationenübergreifend Zusammenkunft und Gemeinschaft verstehen kann? Erstmal von meiner Warte wirklich allen ganz großen Dank dafür, was Sie hier geleistet haben. Als ich vor vier Wochen mir das hier noch angeschaut habe, da habe ich gesagt, Herr Mischner, ich wette mit Ihnen um eine Kiste Brause. Nach meinem Verständnis wird das echt eng. Ja, Herr Mischner ist Vollprofi, da kann ich nicht mit Alkohol kommen. Die Kiste Brause liefere ich noch ab, es bezeichnet ja manche einer auch Gerstensaft als Brause. Also insofern können wir darüber noch verhandeln. Also das dazu, das ist eine wirklich herausragende Leistung, die hier passiert ist, die aber eben auch von der Stadt unternommen wurde. Das Planungsamt, alle, die daran beteiligt waren, alle am Bau Beteiligten, haben da wirklich eine ganz, ganz großartige Arbeit abgeliefert. Insofern als Hallenser, jetzt nicht als Sponsor, als Hallenser kann ich da wirklich nur sagen, allergrößten Dank für all diejenigen, die damit angelegt haben. Und aus dem heraus, im Prinzip zu Ihrer Frage, erstmal, ich sage bei der Gelegenheit immer, dieses von Generation zu Generation ist kein hohler Spruch. Uns gibt es seit 1819, das heißt in ein paar Jahren feiern wir unseren 200-Jährigen.
Die Zahl der Gäste hier heute zeigt einfach, dass der Eissport in Halle angenommen wird. Und dann ist es für uns einfach ein Selbstverständnis, da zu sein, wo die Bevölkerung aus dem Geschäftsgebiet, in dem wir tätig sind, wo unsere Kunden gerne hingehen, wo die ihre Aktivitäten bringen, da sind wir einfach gerne dabei. Das ist dieses Selbstverständnis, das wir in solchen Werbesprüchen auch ausdrücken und was wir halt zu verinnerlichen bemüht sind. Sponsoring ist ja immer eine Zwei-Richtungsebene. Also man sponsert etwas, man bekommt natürlich auch etwas zurück, das ist ganz klar. Bei der Saale-Sparkasse, ihr habt ja nun das große Glück, ihr habt einen großen Kundenkreis, die euch Vertrauen schenken in finanziellen Fragen. Ist das dann für euch gleichzeitig auch mal die Möglichkeit, in der Bauphase, in Vorbereitung, jetzt auch das größte Problem war eigentlich, unter dem Aspekt der Vorbereitung, mit dem wir so danke ich allen Beteiligten, den Planern, den Vorbereitern, weil es sehr einsetzt, dass wir überhaupt in der kurzen Zeit dieses sehr, sehr schön ja, alle So, ja, bevor wir aber jetzt den Schlüssel hier ins Schloss stecken, lieber Bernd Wiegand, eine Frage noch von mir ganz persönlich. Ist man da ein bisschen aufgeschlossen, damit er auch spielen kann? Naja, wenn man professionell das betrachtet, bedeutet das natürlich, dass wir heute Abend Musik einholen und das ist mir ja viel wichtiger. Das ist wichtiger. Also in dem Sinne, Applaus und ich denke, wir zählen von 5 gemeinsam runter. Lass uns runterzählen. Die Fans der Saale-Pools, wir sagen 5, 4, 3, 2, 1. Eis. Wahnsinn.